Einen schönen guten Morgen aus Husum. Ja, heute ist so ein bisschen neues Thema, Kultur und Kulinarik. Wir schauen uns das Städtchen an und schauen so, was die Architektur von Husum kann. Dazu habe ich dann auch nachher noch eine kleine Überraschung für Sarah vorbereitet. Aber dazu später mehr. Komm mit. Kommt ihr mit? Ja, klar. Thomas, hast du schon Boote gesehen, Rosa? Nein. Und Schiffe? Das ist ein echtes Piratenschiff. Es ist echt beeindruckend, wie viele schöne Gassen hier in Husum zu finden sind. Man kommt eigentlich von einer Gasse in die nächste, die schöner ist als die andere. Also wirklich toll. Aber weil du ja so eine Feinschmeckerin bist, werden Rosa und ich dich jetzt heute alleine lassen in Husum. Und du triffst den Alex, der kennt alle kulinarischen Feinheiten von Husum und dann zeigt dir, auf welchem Markt man gehen muss, okay, und was man sonst machen kann. Ja, eigentlich treffen wir den jetzt hier auch nicht. Ach, da ist er. Hi. Hi. Na? Hab gerade schon angerissen, dass wir heute den Tag zusammen verbringen. Ja, wir machen heute einen richtig schönen Husum-Tag und gucken so ein bisschen über den Wochenmarkt hier in Husum. Gucken uns so ein bisschen was Kulturelles an. Genau, ich zeig dir meinen Husum heute. Ja, dann tschüss. Ja, viel Spaß euch. Ciao. Wir wollen mit Fisch anfangen und wollen mal gucken, ob wir uns zur Stärkung schon mal ein kleines, leckeres Fischbrötchen machen. Sehr gerne. Einmal Matthias. Schmeckt richtig. Was habt ihr für schöne Äpfel hier? Selber? Ja. Genau. Danke. 52 Liter. Vielleicht auch schon mal zum Probieren hier. So, das war jetzt unser Wochenmarkt hier in Husum. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. So, dann lass mal weiter. Wir haben noch einiges, was wir noch erleben wollen noch heute. Was? Jawohl, aber los geht's. Schlossgang entlang. Ja, hier ist das Husumer Schloss. Auch eines der Highlights hier in Husum. So, jetzt sind wir auch gleich schon mal am Eingang. Hier kann man richtig gut entspannen und den Kopf frei kriegen. Ab und zu gibt es tolle Open Airs hier, ein kleines Museum, die Musikschule ist hier, man kann hier heiraten. Also das ist richtig, richtig, richtig schön. Kultur ist eigentlich das Stichwort. Ich habe da noch was vorbereitet und das zeige ich dir jetzt. Okay. Los geht's. Das ist unser nächster Stopp hier heute und wir wollen noch mal ein bisschen was Kulturelles machen. Tatsächlich ein bisschen aus wie. Ja, das war der erste Stopp hier in unserem Kulturprogramm. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. War viel, viel Geschichte, ne? Ja, ich gehe selten ins Museum, aber ich merke immer wieder, man muss es öfter machen. So, ich würde sagen, ich habe Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir gehen was essen, oder? Ja, sehr gerne. Also, los geht's. Sind wir hier auf der Nordertour, das ist ein Restaurantschiff. Hab uns ein bisschen friesische Tapas bestellt. Ich sehe es schon. Kleine, feine Sachen hier von der Küste. Und ich denke, wir lassen uns das jetzt so ein bisschen gut gehen. Machen wir. Und stärken uns für den nächsten Abschnitt. Prost und guten Appetit. Wir wollen jetzt doch mal ein bisschen die Beine vertreten. Hier kann man ganz gut bummeln. Wir sind hier in der unteren Neustadt und hier gibt es so ganz viele kleine, schöne Läden, wo man noch mal so ein bisschen was Besonderes findet. Perfekt für unseren Käse vom Markt. Nehmen wir mit. Sollen wir noch was für Rosa mitnehmen? Ja, unbedingt. Hier gibt es ganz viele Naschereien. Wir haben ja heute einen reichhaltigen Tag gehabt, ne? Ja. Schön viel Programm und viel Kulinarik, wir haben schön gegessen, wir haben uns ein bisschen Kultur angeguckt und ich glaube, wir sind jetzt hier genau richtig aufgehoben, um das nochmal so als Abschluss zu haben. Lütt und Lütt, wie wir das hier so in der Küste trinken, ne? Ein Kürzer und ein schönes Pilz. Salut. Salut. Und Prost. Und Prost.
Das war unser Husum-Tag. Ich hoffe, dass du Spaß hattest. Sehr. Ich hoffe, wir haben gut gegessen, gut getrunken, ein bisschen was geguckt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf eurer Nordsee-Tour. Dankeschön. Hier ist dein Proviantbeutel, den wir gut gepackt haben. Danke. Ist die anderen schön? Ich muss ins Restaurant. Viel Spaß. Dankeschön. Also, bis bald, ne? Bis bald. Wir kommen wieder. Ja, mach das. So, ich habe mein Büdel mit Proviant und jetzt geht's los zum Hafen, denn dort warten Rosa und Julian auf mich. Und dann geht's nach Föhr, die friesische Karibik.